Am Ende dieser Ausgabe von Ab ins Bett werdet ihr nicht nur fantastisch schlafen, ihr werdet bärig gut schlafen. Ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, der Kinderpodcast. Hier ist euer Lieblingspodcast am Dienstagabend. Hier ist die 244. Gute-Nacht-Geschichte von Ab ins Bett am 27.04. Und damit eure Träume und Wünsche in Erfüllung gehen, holt euch doch einfach die Ab-ins-Bett-Traumbox. Da ist drin unter anderem ein Wunschposter, auf dem ihr eure Wünsche eintragen könnt. Das Ab-ins-Bett-Traumtagebuch. Und wenn ihr dort eure Träume morgens eintragt oder einmalt, dann gehen sie viel schneller in Erfüllung. Und natürlich ist auch noch das Buch dabei mit 10 positiven Gute-Nacht-Geschichten. Und die Ab-ins-Bett-Traumbox, die bekommst du nur auf abinsbett.net. Jetzt aber die Geschichte, aber vorher natürlich noch einmal das Recken und Strecken. Nehmt also die Arme und die Beine, die Hände und die Füße und streckt alles so weit weg vom Körper, wie es nur geht. Macht euch ganz, ganz lang, spannt jeden Muskel im Körper an. Und wenn ihr das gemacht habt, ausführlich noch ein bisschen mehr, jawohl, dann plumpst ihr ins Bett hinein und sucht euch eine ganz bequeme Position. Und wisst ihr, was ich glaube, was ihr für eine Position heute gefunden habt? Genau, die bequemste Position, die es überhaupt bei euch im Bett gibt. Hier ist die 244. Gute-Nacht-Geschichte für euren Dienstagabend. Ein echter Titelheld kommt heute wieder vor. Und wer von euch auch einmal Titelheld werden will, der schickt, oder die Eltern sollten das besser machen, eine WhatsApp-Nachricht, am besten mit eurem Namen des Kindes und mit dem Lieblingshobby, der Lieblingsbeschäftigung. Wenn es geht, per WhatsApp-Sprachnachricht an 01525 179 6813. Jetzt aber die Gute-Nacht-Geschichte. Vincent und der süße Bär. Vincent ist ein ganz normaler Junge. Er liebt Fußballspielen, er liebt seine Eltern Kathleen und Andreas und er liebt noch allerhand mehr. Zum Beispiel Bären. Und er liebt Bären. Einen ganz besonderen Bären. Nicht etwa den Braunbär oder den Brummbär, auch nicht den Eisbär und auch nicht den Gummibär. Nein. Vincent liebt einen ganz besonderen, süßen Bären. Aber welcher Bär ist das? Heute Abend liegt Vincent, so wie du, jetzt im Bett. Am liebsten würde er nicht im Bett liegen, sondern vielleicht sogar auf einem Bärenfell, weil das kuschelig warm hält und wunderschön kuschelig auch ist. Und das im Bett liegen, das findet Vincent sowieso bärenstark. Ja, es macht nämlich Spaß einzuschlafen, denn da gibt's Energie für den nächsten Tag und außerdem kann man im Bett so wunderschön nachdenken. Und auch Vincent denkt heute nach. Welcher Bär ist denn sein Lieblingsbär? Und welche Bären gibt es denn überhaupt? Ein Ameisenbär zum Beispiel, den findet Vincent auch ganz gut, aber es ist immer noch nicht sein Lieblingsbär. Und während Vincent über Bären nachdenkt, fällt ihm auf, wo sich überall ein Bär versteckt hat. Zum Beispiel beim Wort bärtig. Ja, ein Mann kann bärtig sein, wenn er einen Bär hat? Nein, wenn er einen Bart hat, dann ist ein Mann bärtig. Mit einem Bär hat das aber gar nichts zu tun. Vincent fühlt sich auch manchmal wie ein Bär. Natürlich nicht bärtig, aber er fühlt sich manchmal wie ein Seebär, wenn er zum Beispiel in der Badewanne ist. Und danach fühlt er sich vor allem Saubär, ist ja auch so eine Art Bär. Und dann fällt auch Vincent ein, wie viele verschiedene Bären es gibt und vor allem wie verschieden Bären aussehen. Es gibt den Braunbär, der ist braun. Es gibt auch den Graubär. Der Graubär ist aber kein Bär, sondern der Graubär ist ein Falter, ein Nachtfalter. Also, der zählt nicht mit dazu. Braunbären gibt es allerdings.
Dann gibt es noch Bärlauch, aber auch das ist nicht wirklich ein junger Bär oder ein dünner Bär. Nein, das ist eine Pflanze. Kommen wir aber zu den echten Beeren zurück. Nichts mehr mit Bärenfuß, Bärlauch oder vielleicht noch Bärtich. Nein, jetzt geht es um echte Bären. Der Braunbär ist braun, das weiß der Vincent. Der Eisbär ist weiß. Der Dreckbär, nein, der gehört da jetzt auch nicht hin. Also der Eisbär ist weiß. Und der Gummibär? Vincent schießen lauter Farben durch den Kopf. Rote Gummibären, gelbe, grüne, weiße. Oh, und die grünen, die mag er am allerliebsten. Die pickt er immer zuerst aus der Packung der Gummibärchen und isst sie auf. Aber an Gummibärchen wollte er jetzt auch nicht denken. Er hatte ja gerade schon an den Braunbären gedacht. Gibt es denn auch einen Schwarzbären? Ja, es gibt auch einen Grizzlybären. Und der Schwarzbär, der ist schwarz. Der Eisbär, der ist weiß. Und es wäre doch toll, wenn es einen Bär gäbe, der vielleicht schwarz und weiß wäre. Vincent stellt sich vor, dass ein Bär aussieht wie ein Zebra mit schwarzen und mit weißen Streifen. Und dann fällt ihm etwas ein. Natürlich gibt es einen Bären, der schwarz und weiß ist. Er hat weißes Fell, meistens schwarze Ringe um die Augen, schwarze Ohren und auch schwarze Füße und vielleicht noch einen schwarzen Streifen auf dem Rücken. Am liebsten ernährt sich der Bär von Bambus. Und das ist tatsächlich der allerliebste Lieblingsbär. Und der Bär ist natürlich der Panda. Und Vincent liebt Panda-Bären über alles. Und daher greift Vincent nun auch ganz bedächtig mit seiner linken Hand neben sich. Und da liegt er. Ein weißes Fell hat er. Mit schwarzen Flecken um die Augen herum. Mit schwarzen Ohren, schwarzen Beinen und Füßen. Und er ist verdammt kuschelig. Das Kuscheltier von Vincent ist ein Panda. Und Vincent liebt Pandas über alles. Und heute, da ist er froh, dass ihm so viele verschiedene Bären eingefallen sind. Und während Vincent über alle Bären nachdenkt, die ihm heute Abend begegnet sind, vom Dreckbär bis zum Saubär, vom Braunbär bis zum Eisbären, ist er froh, dass er ihn bei sich hat, seinen eigenen süßen Panda. Vincent weiß, genau wie du, jeder Traum kann in Erfüllung gehen. Du musst nur ganz fest dran glauben. Und jetzt heißt's, ab ins Bett, träum was Schönes. Bis morgen, 18 Uhr, abinsbett.net. Gute Nacht, träum was Schönes.